Wow, Double Kill, nicht schlecht. Lass mich mal schön hier durch. Lass mal Papa hier durch. Yay! So geht's natürlich auch, wenn die sich selbst zerstören. Ab in Runde 2. Cool, ich bin Dritter und ich sehe sogar die zwei Wagen direkt vor mir. Ui, so ein Scheiß. Ey, dieses Powerplay ist auch wirklich so verdammt fies. Da auszuweichen ist echt unmöglich. Okay, Dankeschön, Dankeschön. Zum Glück habe ich ja noch eine Runde. Allerdings wird das schwer, da ich durch den Dreher jetzt extrem viel Zeit verloren habe. Mal schauen, was ich noch rausholen kann. Vor allem, wann ich den nächsten Wagen freischalte. Diesen Bonuswagen. Ob ich den freischalte, wenn ich das Elite-Rennen gewinne oder was? Final Lap. So, drei Stück sind direkt vor mir. Wow, 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 das war aber haarscharf jetzt. Und ich bin Erster, geil. Die haben sich gegenseitig zerstört da vorne. War doch gut eben neu zu starten, war doch wirklich gut. Und zum Glück habe ich nicht neu gestartet, als ich den Dreher hatte eben. Ey, ich bin von 8 hier, vom 8. Platz jetzt auf den Ersten gekommen. Das ist die Split-Second-Philosophie. Man ist auf keiner Position bis zum Ende des Rennens sicher. Yes, Philips zerstört. Jetzt nur nicht von dem Helikopter da vorne noch erwischen lassen und dann ist alles geritzt hier. 1,1 Sekunden und das war's, da ist auch schon das Ziel. Buja, geht doch. Credits dazu. Sammle noch 110 Credits. Ich habe mich für das Bonus-Event qualifiziert. Baustelle. So. Lagerhallenkurs. Überleben. Ich versuch's mal mit dem Bayonet R. Mal gucken, ob das so der Wagen ist, der dafür gut geeignet ist.
Erste Überholung. Zweimal überholt, dreimal. Ja, das ist jetzt, glaube ich, die dritte Überholung, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Scheiß. Da habe ich viel Zeit verloren jetzt. So ein Mist. Ah, und das ist auch das Gefährliche an den roten Fässern. Die explodieren wirklich nur bei Berührung. Die blauen Fässer explodieren nach einer, nach einer Zeit, wenn man sie nicht berührt. Scheiße! Ah, so ein Mistverdammter. So ein Mistverdammter. Ich hab so das Gefühl, dass ich das Rennen hier gleich nochmal neu starten muss. Nein! Das gibt es doch nicht. Nee, das geht so nicht, das geht so nicht. Das muss ich mal komplett neu starten. Dadurch, dass ich eben so langsam geworden bin, das nutzt nichts. Mich würde mal interessieren, ob in den USA wirklich solche Trucks rumfahren, die auch wirklich dann so diese... so die Reifen haben, so weit auseinander. Oder ob das hier nur für das Spiel bzw. für den Film so ist. Fuck! Da hat mich der Truck, zerquetscht. Normaler PKW gegen Truck. Wer verliert da? Natürlich der PKW. Boah, fuck. Also jetzt ziehen sie hier am Schwierigkeitsgrad aber extremst an. Ah, Mann. Sorry, nee. Sorry, Leute. Ich versuche noch einmal mit diesem Wagen. Danach mache ich die anderen Rennen. Bevor ich das Elite-Rennen mache, mache ich dieses Rennen nochmal mit einem anderen Wagen. Nerd, nerd. Nächster Truck überholt. Boah, diese scheiß roten Fässer, ey. So schön sein können, na egal. So, komm, come on, go. Yes. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Ey, geht doch! Booyah! Einfach nicht aufgeben!
Das ist, glaube ich, mal eine neue Devise bei dem Rennen hier. Du gewinnst 50 Credits. Damit waren es nur noch 60 Credits, bis ich den nächsten Wagen habe. Lagerhallenkurs. Yep. Yep. Okay. Und damit geht's jetzt zur himmlischen Rache. Zum ersten Mal. Kann mal schauen. Ich glaube, ich wähle hier den Vortex. Der ist vielleicht ein Zacken stärker als der andere. Zerstöre den Helikopter schnell, um die Höchstzeit zu schlagen. Weiche Raketen aus, um deine Energieanzeige aufzufüllen. Wenn Markierungen erscheinen, kannst du die Raketen per Powerplay ablecken. Ah! Okay, verstehe. So schnell wie möglich runter, um dieses Event zu gewinnen. Yep. Wow. Nee. Mal schauen, ob ich so einen Super Powerplay besser hinkriege. Und? Ja, so geht's. Na komm, zeig dich. Zeig dich, komm. Komm. Zack. So, zweimal noch mit dem perfekten Powerplay. Na komm. So, und das war's. Zweiter oder dritter? Dritter, naja. Okay, ich versuche zumindest mal auch in diesen Rennen hier Zweiter zu werden. Einmal versuche ich es noch. Also es ist, das, also der Modus macht auch ziemlich Fun, muss ich sagen. Nur, ich muss schnell dafür sorgen, dass meine Powerplay-Leiste voll wird. Deswegen würde ich sagen, ich nutze mal den Hanzo GT, der driftet ein bisschen besser. Und dann kriege ich auch die Powerplay-Anzeige voll. Oh. So. Komm.
Na, kriege ich es hin. Perfekte Welle und... Perfekte Welle. So, und komm. So, und komm, 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 komm. So, komm, halbe Minute noch. Und... Bam! Erster, geht doch. Bam, Alter. Puh. Gewinne dein erstes ziemliches Rache-Event der Saison. Habe ich gemacht. Puh. Oh, mit was für einem Vorsprung, ey. 20. 22 Sekunden knapp. So, da waren es nur noch 10 Credits bis zum nächsten. Dann versuche ich es mal mit dem Cyclone RS von Ryback. Ryback. Ist Ryback nicht auch ein Wrestler? Oder täusche ich mich da jetzt? Ja, ich glaube, das ist auch ein Wrestler. Könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren schreiben. Oh geil, der Wagen. Den habe ich beim ersten Durchspielen geliebt. Wow. Die muss man sich aber auch erstmal an die Steuerung gewöhnen von dem Ding. Der ist ja ultra genau. Der ist ja ultra direkt. Shit! Hätte ich links bleiben müssen. Mist! Das habe ich jetzt mit dem am Hafen verwechselt. Shit. Na egal, hoffentlich werde ich Zweiter noch. Auch noch nicht mal Dritter, ey. Das gibt's nicht, ey. Komm, also Dritter will ich schon werden. Zumal ich ja jetzt auch einen Teil des Wegs kenne. Und etwa weiß, wie ich fahren muss. Ja, ich bin ein bisschen langsamer als vorher. Puh.